Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter in der Meisterschaft. Und zwar, ihr werdet euch wundern, warum jetzt schon der Red Bull Ring dran ist. Aber auf dem Nürburgring in der Sprint-Variante hatte ich ein technisches Problem. Und zwar hat der Stream leider nicht funktioniert und ist nicht aufgenommen worden. Ich erzähle euch natürlich gleich, was da passiert ist. Ich bin jetzt in der aktuellen Meisterschaft auf den 11. Platz. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. So, damit es ein bisschen interessanter wird, werde ich mal die gegnerische Aggression hier auf 70 hochstellen. Ansonsten die Gegnerstufe auf Mittel lassen und weiter geht's. So, hier kurz mal durchchecken, ob alles passt. Mechanischer Schaden wird wieder auf 100 hochgedreht. Gut. Ja, der Stream hat leider nicht funktioniert. Schade war's. Aus meiner Sicht war es ein super Rennen. Ich habe nämlich den ersten Platz belegt und war auch relativ ungefährdet alles. Lief echt sehr gut. Ich glaube, ab der ersten Runde hatte ich sofort die Führung. Ich bin auch von der Pole Position gestartet. Also von daher war es zum Zuschauen auch gar nicht so interessant, weil leider sich gar keine spannenden Zweikämpfe ergeben haben. Von daher ist es nur ärgerlich, dass der Stream komplett nicht funktioniert hat. Aber so ist das nun mal. Kein Problem. Ja, jetzt geht's nach Salzburg zum Red Bull Ring. Auch eine sehr schöne Strecke, die mir sehr gut gefällt und auch richtig Spaß macht. Ja, hier rechne ich mir eigentlich auch einiges aus, dass das unter die ersten 5 auf jeden Fall, dass ich da reinfahren werde. Vielleicht sogar Platz am Podium. Gut, schauen wir erstmal, wie so die ersten Runden verlaufen. Mal nach dem Setup gucken. Was habe ich da für ein Setup? Muss mal angucken, kurz im Detail. So, wir fahren ja 10 Runden, also ich glaube, der Sprit wird für 10 Runden deutlich zu hoch sein. Aerodynamik lasse ich einfach mal so. Antrieb und Freilauf und Leistung lasse ich auch so. Machen wir erstmal ein paar Runden. Jo, das passt eigentlich alles soweit. Okay, wir fahren einfach mal ein paar Runden und gucken mal, wie es so läuft. Und dass im Porsche ein bisschen mehr Sprit drin ist, ist kein Problem. Das Auto verträgt das mehr. Und gleich eine kleine Schramme geholt. Konzentrieren. Das Mehrgewicht beim Porsche an Sprit ist eigentlich kein Problem. Ganz im Gegenteil, das Auto fährt sich eigentlich dadurch. Noch ein bisschen die Sitzposition finden. Zum Red Bull Ring gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir finden in der Realität sehr häufig Veranstaltungen statt. Die Formel 1 fährt ja auch hier. Und die DTM fährt ja auch. Also ist richtig was los. Wenn ich mal in der Nähe von Salzburg bin, würde ich garantiert mal einen Abstecher danach zum Red Bull Ring machen, um mir das mal live alles anzuschauen. Reingefahren. Ja, dann gucken wir mal, was geht. Das geht schon mal nicht. Deutlich zu spät gebremst. Gute Steuern gehabt. War alles andere als optimal genommen. Ja,
was der so alles für eine Linie fährt. Mal deutlich früher und wieder früher ans Gas gehen zu können. Und zumindest augenscheinlich so ganz gut geklappt. Mal sehen, ob wir hinter dem Burschen herfahren können. Bisschen früh gebremst, hat mich mehr oder weniger ausgebremst, bisschen Zeit verloren, fast eine halbe Sekunde. Hier konnte ich relativ gut raus beschleunigen. Fast 2 Sekunden schneller. Wo lande ich auf welchem Platz? Platz 7. Auch hier bremst die KI immer ein bisschen früh. Das führt dazu, dass ich jetzt hier ein bisschen Rückstand habe, aber egal. Ist ja nur Trainingszeit. Ja, normalerweise erzähle ich jetzt an dieser Stelle immer ein bisschen was über Motorsport-Events, News. Ich muss gestehen, ich habe mich schlecht vorbereitet. Gar nicht geguckt, was so alles passiert ist die letzten Tage. Hab versucht, den Stream die ganze Zeit zu retten vom Nürburgring, die Sprint-Version, aber das hat nicht geklappt. Ja, und jetzt habe ich irgendwie vergessen, da mal mich schlau zu machen. Aber ich glaube, so viel ist auch nicht passiert. Die ganzen Teams sind jetzt auf Testfahrten. Barcelona ist ja jetzt auch mal das Wetter deutlich besser, sodass dann auch wirklich die Teams ihre Testfahrten durchführen können. Die Formel 1 Testfahrten sind rum. Also vom Setup muss ich sagen, passt das Auto so ganz gut. Ich schätze mal, dass ich hier gut 2 Liter Sprit verbrauchen werde. Das heißt, fürs Qualifying nehme ich mir mal so 6 Runden Sprit mit.
Schöne ist, hier kann man richtig gut die Curbs mitnehmen. Das Auto hat einen bombigen Grip auf diesen Curbs, rutscht nicht weg, man kann Vollgas geben. Und der Porsche ist nun wirklich kein Freund von Curbs. Ganz im Gegenteil. Muss man eher aufpassen, dass er dann einem nicht weggeht. So, Platz 6. Oh ja, das sieht doch alles gut aus. Hier gibt es ja auch zwei Varianten im Spiel. Ich muss sagen, die kurze Variante bin ich noch nie gefahren. Keine Ahnung, ob die Spaß macht. Ich weiß nur, da ist man deutlich unter einer Minute unterwegs. Wäre vielleicht auch mal ganz reizvoll, das auszuprobieren. Ah, hier deutlich zu früh ans Gas gegangen, egal. Das war natürlich unnötig. Wir gehen an die Box, um keinen im Weg zu stehen. Stellen schon mal das Setup ein. Hier die Spritmenge für 6 Runden. Nehmen wir mal. Na. So, gucken wir mal. Jo, 1,31. Das ist immer interessant. Im Trainingfall fährt die KI hier richtig klasse Zeiten. Und Qualifying und Rennen relativiert sich das dann nochmal deutlich. Okay, wir waren hier gerade an der Spritmenge. 12 Liter. Alles soweit passend. Müsst jetzt nur nochmal drauf achten, ob das Getriebe richtig eingestellt ist. Ich bin ja immer ein Freund, um relativ schnell rauszufahren aus der Box. Ich habe noch mal ein bisschen die Grundlautstärke reduziert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade ein bisschen laut eingestellt ist. So, Reifen, das passt auch alles. Temperatur und so weiter ist gut. Ich hatte 12 Liter drin, also sind 2,5, um auf Nummer sicher zu gehen. Hinten links der etwas warm geworden, aber das geht. Der langen Geraden wird er bestimmt wieder abkühlen. Und für 10 Runden ist ja die Reifenmischung alles andere als kritisch. In Mugello dagegen hatte ich ja wirklich das Problem, dass mir die Reifen viel zu heiß geworden sind, dass ich dann auf einer etwas härteren Mischung fahren musste. Das scheint hier alles gut zu funktionieren.
So, gucken wir mal. Ja, gut. ,32, das ist doch schon mal ganz passend. Hier ein bisschen Zeit liegen lassen in der Kurve. Da müsste ich mehr von links außen anfahren. Um dann früher gerade zu sein, um früher zu beschleunigen. So viel immer in der Theorie. Okay. Große Schäden habe ich mir nicht geholt. Also können wir weiterfahren. Haben noch 5,5 Minuten Qualifying, das heißt, eine Runde ist auf jeden Fall noch drin. Hier ist es wichtig, dass man mit vollem Schwung in die Runde startet. Das bringt immer ein paar Hundertstel. Mal gucken wir nur mal auf die Zeiten. Auch ein bisschen schnell reingeschossen in die Kurve. Hatte großes Untersteuern auf den Vorderrädern. Hier viel zu spät auf der Bremse gestanden. Da brauchte ich gar nicht so weit außen anfahren. Da war schon quasi am Bremspunkt die Runde verschenkt. Ja, auch hier die Runde ist durch. So, eine Möglichkeit haben wir noch. Wir haben ja ein gutes Ergebnis. Platz 2 ist ja alles bestens. Ist immer so ein bisschen der Ehrgeiz. Vielleicht geht es noch ein bisschen schneller. Ja, das war richtig gut angefahren. Merkt man auch gleich an der Zeit. Na komm, spring um auf grün.
Oh, das könnte alles noch gut klappen. Muss nur dran denken, rechtzeitig in die Box noch zu springen, um den Sprit aufzufüllen. Hier hatte ich das Gefühl, dass mir das Heck weggeht. Der Kurve lasse ich richtig viel Zeit gerade liegen. Wir haben eine ganz weite Linie gewählt. Das war ein Tick zu weit. Dann verschaltet. Okay, ich fahre gleich in die Box. Ich brauche gar nicht mehr über die Ziellinie zu fahren. Okay, der Sprit ist eh leer. Alles klar, wir gehen in die Box rein. So. Also 10 Runden mal 2 Liter sind 20. Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Machen wir mal 23. Gut. Dann nutze ich noch die Zeit, um ein bisschen was über die Rookie-Liga zu erzählen, die da unten nämlich eingeblendet ist. Und ja, wir haben jetzt 4 Läufe und waren super Rennen, sehr spannend. Hat richtig Spaß gemacht. Das letzte war jetzt auch in Italien, Monza. Erste Runde gab es die erwarteten Crash. Aber nicht nur in der ersten Schikane, sondern auch noch in der zweiten Schikane. Ja, die Zeiten werden härter, will ich es mal ausdrücken, aber alles noch fair. Danach mussten zwar einige Fahrer an die Box, um die notwendigen Reparaturen zu machen, haben dadurch viel Zeit verloren und wurden teilweise dann auch überrundet. Ist sehr schade für sie. Ja, ich hoffe mal, das bleibt eine Ausnahme. Ansonsten super Truppe, tolle Leute. Wir sind so 12 feste Fahrer in der Zwischenzeit, also da sind noch Plätze frei. Wer noch Lust hat, als Gastfahrer mitzufahren, ist herzlich eingeladen. Alles weitere findet ihr an Infos in der Facebook-Gruppe oder auf der Homepage rookieliga-ps4-ac.jimdo.com. Da steht auch das ganze Reglement nochmal drin, wie die Punkteverteilung ist. Dort findet ihr die aktuellen Ergebnisse, wie die ganzen Rennen ausgegangen sind, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, einfach mal vorbeischauen. Ihr seid herzlich willkommen, als Gastfahrer mal mitzufahren. Ich sage deswegen bewusst als Gastfahrer, weil natürlich jetzt wir in der laufenden Saison sind und sag ich mal, für die Meisterschaft sind die Chancen da relativ schlecht. Es gibt insgesamt 2 Streichergebnisse, die noch geltend gemacht werden können. Nur einfach mal reinschnuppern. Wer schon immer mal online jetzt Rennen fahren wollte, der hat jetzt die große Chance, das in einer vernünftigen Gruppe zu machen und da richtig Spaß zu haben. Gucken wir mal auf die Zeiten. Ja, das passt. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz interessantes Rennen. Man muss nur aufpassen, dass ich mich nicht vorher abschieße oder abschießen lasse. Ich bin auf der Innenbahn, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Start. Oh, die erste Kurve verlief schon mal gut. Kein Crash. Hat alles soweit gepasst. Ich bleibe mal auf der Innenseite. Ich sehe den links neben mir. Ich lasse den mal vorbei. Gibt noch genug Möglichkeiten, ihn zu überholen. Zum Beispiel hier. Hat er gemacht. Muss man nur aufpassen, die KI schießt da manchmal einem richtig ins Heck rein in dieser Kurve. Die wählt dann eine etwas andere Linie als ich.
Hier hat das überhaupt nicht gepasst. Aufpassen, dass ich mich nicht rausdrehe. So, gucken wir mal, wie die Reihenfolge so ist, der Fahrer. Ja, gut. Es wäre schön, wenn das am Ende des Rennens auch so wäre, dass ich die schnellste Runde fahre. Jetzt am Anfang ist das natürlich klar. Wer als Führender über die Ziellinie in der ersten Runde geht, dass der auch die schnellste Runde gefahren ist. Ja, ich lasse mal bewusst ein bisschen ruhiger angehen. A, um hier nichts zu riskieren und B auch, dass mein Hinterreifen nicht zu heiß wird und anfängt dann doch noch zu schmieren. Solange ich hier die ganzen Jungs auf Abstand halten kann. Das ist eigentlich eine interessante Frage. Warum ist in der KI kein einziger weiblicher Fahrer dabei? In der Zwischenzeit gibt es auch genug Nachwuchsklassen, wo auch Frauen und Mädels mitfahren. Hat der Assetto Corsa etwa ein Problem damit? Wie sieht das aus in anderen Rennserien? Gibt es da Frauen in der KI? Eieieiei. Denkt man ein bisschen an die Frauen und schon wird man unkonzentriert. So, gucken wir nochmal hier auf die Abstände. Hintermann muss ich ein bisschen aufpassen. Jo, das passt soweit. So, jetzt passt das doch endlich mal besser. Das merkt man auch gleich an der Zeit, da konnte ich richtig Zeit eben rausholen. Nur wenn man sich mal ein bisschen konzentriert und das sauber fährt. Das liest sich immer schön, wenn da oben sein eigener Name steht. In der Rookie-Liga passiert das leider nicht so häufig, dass da mein Name steht. Da gibt es wirklich ein paar schnelle Jungs, die da hier richtig gute Rundenzeiten hinzimmern. Es gibt noch mal eine neue persönliche Bestzeit.
Jetzt hat sich der Abstand auch zum Zweitplatzierten schon deutlich vergrößert. Also ganz optimal fahre ich die Kurve hier noch nicht an. Hier verliere ich immer wieder Zeit. Wow, 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 wow. Fährst du quer, siehst du mehr. So, wir gucken noch mal, was die Reifen machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Der hinten links ein bisschen warm ist. Durch das kleine Driftmanöver hier, was ich mir geleistet habe. So, mehr als die Hälfte des Rennens ist rum. Es läuft bisher fantastisch. Yes, mal keine Zeit hier in der Kurve richtig verloren. Bleibt noch im Grünen. Dafür aber hier Zeit verloren. Das gibt auch wieder eine neue persönliche Bestzeit. Leicht knacke ich ja noch die 1,32. Der Abstand hat sich vergrößert. Das war mal richtig gut reingebremst in die Kurve. So wie es der Jan Seifert einem auch immer sagt. Ja, hier habe ich Zeit verloren durchs raustragen lassen. Das war eine persönliche Bestzeit, aber die 1,32 nicht geknackt. So, wir sind in der 8. Runde. Also mache ich mal lieber, glaube ich, ein bisschen auf Nummer sicher. Weil so groß ist der Vorsprung da nicht, dass ich mir einen Dreher erlauben kann.
So, noch zwei Runden. Sprit funktioniert. Reifen funktionieren. Rennen funktioniert. Was will ich mehr? So, jetzt heißt es nur noch sicher ins Ziel kommen, nichts mehr riskieren. Den Vorsprung verwalten. Ja, ich hätte auch gern ein paar Überholmanöver erlebt, aber irgendwie, außer in der ersten Runde, das war relativ einfach. Ich verstehe gar nicht, warum ich die ersten Rennen wirklich so schlecht gefahren bin. Dass ich wirklich im Gesamtklassement da rumkrebse und froh bin, wenn ich Zehnter werde. So, die Zielflagge müsste gleich kommen. War noch mal eine ganz anständige Runde zum Schluss. Jawohl. Geschafft, yeah, super, gewonnen, cool, das waren jetzt die letzten drei Rennen am Stück gewonnen, das hat nochmal richtig gut Punkte gegeben, schauen wir mal, was jetzt gleich rauskommt, dauert ja immer noch ein klein bisschen. Da ist ein ganzer Pulk durchs Ziel eben gefahren. Okay, ja, cool. Beste Runde gefahren. Das ganze Rennen war irgendwie cool. Kontrolliert worden von mir. Zwei, drei kritische Situationen, wo das Auto mal ein bisschen quer gegangen ist, aber sonst alles bestens. Perfekt. So, dann können wir hier auf Verlassen gehen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Gesamtklassement ist. So, 55 Punkte. Jetzt bin ich auf dem 7. Platz. Jetzt haben wir noch zwei Rennen. Spa und Sanford. Beides super geile Strecken. Also gerade auf Sanford in Holland. Da freue ich mich riesig drauf. Ja, das ist echt ein richtig geiler Oldschool-Kurs. Aber auch Spa wird richtig toll. Also fahre ich unheimlich gerne drauf. Ja,
Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.